SpaceX! SpaceX zeigt, glaube ich, Frieden. What the fuck? Lass mich rein, hallo. Oh, Freunde, let's go! Oh, Leute, Gaming Guides ist gar nicht da! Ja, der hat verkackt dann, ne? Leute, wer ist nochmal Skybreaker? Wieso? Der steht bei uns in der Base gerade. Wir hatten gefragt, ob er dazukommt, aber wir hatten nein. Der steht bei uns gerade in der Base. Lass ihn da drin einfach, wir gehen. Ja. Oder wir töten ihn. Oder wir töten ihn. Also er hat eigentlich selber Schuld. Bleibt da, ja, aber wegen bleibt einem da. Dia jetzt umdrehen lohnt nicht. Wir jetzt machen echt das Ganze, bringen das Ganze wieder ins Chaos. Also wir haben ja ein Ziel, die markierte Stelle. Dann lasst man hier ein bisschen entlang laufen. Ich habe Angst. Ja, ja, lass uns hier bleiben. Also hier ungefähr war das. Hier, halbes Stack Fackeln liegt vor mir. Hier können wir jetzt erstmal ausleuchten. Da haben wir River, Dark Ocean, Ocean, Dark. Hier sind Plains, habe ich gerade erwischt, aber auch nur ein einziger Block. Ja, ist egal. Hier vorne wenn du ist auch Pflanzen Plains wachsen bei mir. Auch in anderen Biomen, die Pflanzen habe ich schon. Ja. Ey, wir verteilen uns schon wieder zu sehr, ja, ne? Ja, 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 bitte mal alle auf einen Fleck Fackeln setzen, Mauern platzieren. Nee, ich habe ohne Ende Fackeln mitgebracht. Okay, die kommen genau auf zu. Mitte, zur Mitte. Oh nein! Stegi rennt sammeln hin. Warte, Stegi rennt hin. Tier rennen wieder weg. Zur Mitte, okay. Okay, zur Mitte. Lass jemand essen. Vorsicht, hier ist ein bisschen Feuer, es brennt ein bisschen was. Kommt hier hinter dir. Wieso ist Stegi zu denen rübergelaufen? Weil Stegi zu allen gehört, so ein bisschen. Ja. Aber ich würde auch sagen, der Wald brennt. Ja, ich zünd gerade die Bäume an, damit wir alles an. Ja, damit wir bessere Sicht haben. Sonst können die Leute ja die Bäume, so Bäume verstecken. Ja. Kriegsrad direkt vor uns sind die. So, wenn ihr in Planes, die sind gut ausgerüstet. Ein kleines bisschen, ne? Herr Bergmann ist auch da. Ja, dann. Herr Bergmann ist verbündet mit denen. Herr Bergmann. Ja, Bergmann. Die beobachten uns. Die haben ihn gemacht. Die Mauer nicht allzu hoch, ne? Maximal 4 Blöcke, Leute. Nicht allzu hoch. Die kommen. Die greifen an. Ja, ich glaub, können die uns super einmauern hier, ne? Ey, Alter, das zieht richtig hart. Ey, Flo, hast du noch ein paar Pfeile? Pfeile kommen, seid vorsichtig, guckt, wo die Pfeile herkommen, guckt nach oben, Leute, haltet das Schild davor. Boah, das leckt aber gerade übel, ich konnte den Pfeil gar nicht mal schießen. Oh mein Gott, was machen wir hier? Ja, total dumm. Wir müssen eigentlich pushen. Wir stehen hier wie die Idioten, ganz ehrlich. Ja. Wir haben ja kaum Pfeile, wir sind viel mehr. Wir müssen einfach überrennen. Ja, ach nee. Calls geben. Ja, okay. Wer ist denn hier der Kriegsführer? Wir pushen. Okay. Pushen! Let's go. Ja, auf! Passt hinter euch auf. Hinter euch aufpassen auch. Rechts von uns, Skelettreiter. Passt vor dem Skelettreiter rechts auf. Warte kurz, bis alle draußen sind. Alle zusammen. Passt rechts auf den Skelettreiter auf. Die sind weg. Nee, die kommen zurück. Die sind dahin. Das sind 2, 4, 6, das sind 8 Leute mindestens. Okay. Wir werden ja wohl ein bisschen mehr. Vorsicht vor Zombies. Warum seid ihr alle links? Weil das intelligenter ist. Es ist aber gefährlich, dass von hinten wer kommt, ne? Was machen die da? Stegi ist hier. Nach hinten. Sie aber das sind zwei Teams. Was sagt ihr, wenn wir zurück auf die Insel gehen? Auf unsere. Ich sehe das fast ein. Sind sie etwa aus der Komfortzone rausgekommen, junger Mann? Stegi, in den Wald. Leute, falls wir kämpfen, sollte Stegi nicht lieber weggehen, weil der ist bei beiden verbündet. So, das ist so komisch. Nee, wenn der dazwischen steht, hat er Pech gehabt. Ganz einfach. Ja, Stegi, ja, aber wir müssen jetzt entscheiden. Stegi tot oder leben lassen? So. Aber ich glaube, wenn wir den töten, Black, getötet von ihr. Vorsicht, die sind im Wald, ne? Hey, jetzt mal eine erste Frage. Wir sind in die Blumen hier hingekommen. Hat schon jemand eine Blume? Nein, weil da nicht drin gekommen haben. Die sind im Wald, die kommen durch den Wald und ziehen sich wieder. Ich sag doch Guerilla-Taktik, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, wir brauchen ein Dach oder so. Wir brauchen kein Dach, das ist dumm. Probiert mal Blumen zu machen. Wir werden weiterhin geschossen von denen. Von wo? Von dem Anfang, da wo die Feuer waren. Okay. Die Seite ist nix. Ja, sie sind da vorne in der Mitte. Ja, die stehen da. Aber man kann so wenig sehen, ey. Also, wer von euch Pfeile hat, dass wir mit allen angreifen können? Wer hat noch mehr Pfeile, der keine braucht? Hat jemand Federn? Einer ist links im Wald, Vorsicht. Ja, seitlich kommen auch Pfeile. Ja. Da sind welche links im Wald. Die kommen von links jetzt. Die kommen jetzt von links. Aber wir standen auch gerade einkesseln, ne? Ja, ach nee. Sollen wir mal eine Richtung pushen einfach? Das können auch andere mit links kommen, ne? Hinter uns am Strand sind jetzt Phoenix. Ja, am Strand. Okay, wenig kommen, wenig kommen, wenig kommen, wenig kommen. Kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen.
SpaceX-Zweck kann ich fliegen. Ist an der Mauer. What the fuck? Digi wirft Tränke. Digi kommt von der anderen Seite, von der Mitte. Wir müssen pushen. Ja, wir müssen pushen. Ja, ich bin tot. Fuck. Oh nein. Alle sind raus. Zwei Tränke drin. Oh Mann, Stegi, ohne Witz, Stegi greift dich, als hab ich jetzt angegriffen, ey. Mann, kriegst du mich nicht, aber was ist denn jetzt? Angriff oder was? Los! Ja, los! Los! Alle weg! Mein Gott! Fuck. SpaceX hilft uns, SpaceX hilft uns. Scheiß drauf, der ist auch verklappt. Stegi, ich hab dir vertraut, Stegi. Fick dich, Basti, die krieg ich auch noch! Mit dem alten Mann! Zurück zum Wald, Basti! Zurück zum Wald, Basti! Zurück zum Wald, Basti! Zurück zum Flo! Eieieiei! Wo gehen wir hin, Nessie? Was machen wir? Ich weiß nicht! Was soll ich machen? Lass uns weglaufen! Oh, ich hab Nessie zweimal getroffen! Hast du ein Boot? Jetzt alles blass schnitzeln! Ja, lass wegfahren! Lass wegfahren, komm! Nein, Alex! Wo fahrt ihr gerade hin? Oh Gott! Oh, sorry! Ja. Stegi hat mit Damage-Tränken geworfen. Weiß ich auch noch nicht. Seid ihr alle hier? Ich hab halt voll die Herzen verloren. Ich bin tot. Ach, scheiße. Der Zug und Zeltex kommt von hinten. Oh Gott, ich bin tot. Okay, ich brauch's gut wieder. Was machen wir? Gehen wir zur Base zurück? Nessie, gehen wir zur Base, ja. Ja, ja, same. Das ist dieser komische Skybreaker, aber scheiß drauf. Ja, Stegi ist tot, ja, Mann. Aber das war gemein von Stegi. Wir haben den extra auch nicht angegriffen. Ja, hat er dich getötet? Ja, ja klar, mit Tränken. Ich hab gesagt, mit Tränken. Ich hab sich sogar noch die Tränke geholt, Alter. Der Asi, Alter. Scheiße. Ich hab einfach 5 Herzen verloren, ja, ne? Ich hab nur noch 2,5 Leben. Ich hab nur noch 3. Ich hatte halt nicht cool. Ich hab noch eine Suppe. Ich hatte Gott sei Dank ein Gold. Umi ist tot. Nein. Naja. Wer lebt denn jetzt, Alter, überhaupt noch? Wir sind einfach fast alle vom scheiß Projekt raus, Alter. Was ist denn Early? Early, wo bist du? Ich bin jetzt bei unserer Base. Es sind gerade so viele gestorben. Ich versuche gerade unsere Base zu finden, also. Ich auch. Ja, wir sind richtig, Nessie. Da vorne sind wir. Ja, ja, der soll mal schön hier bleiben. Ich habe halt gerade null verstanden, was Sache ist. Es war einfach so Space Chaos. Space ist auch tot. Alle schreien ja, rum. Stegi fängt an, Leute zu töten. Wir wurden von zwei Seiten und von innen angegriffen. Ja, ich überhaupt nicht, was passiert. Ich hier raus. Halbe Projekt. Aber noch einer schon drauf. Hey, wir leben noch. Einfach tot, 17 Leute. Noch ist alles okay. Warte kurz. Wie viele Leute wurden jetzt getötet? Leute, wir haben doch hier oben Skelettpferde, warum Seht nutzen wir die nicht? Wir haben doch Sättel ohne Ende. Oder? Weil wir alles für Skelettpferde denn? Der hier oben. Mit Annika und so. Lebt Zio noch? Warte, können wir nicht sogar so benutzen? Die Sache ist, wenn wir reiten können, ne? Also wenn wir halt, also die Pferde sind halt schnell tot, aber das ist halt der übelste Vorteil, weil man so fucking schnell von A nach B kommt. Ich hab von Anfang an gesagt, ich bin so. Ja, aber das hätte ich nicht von jemandem gedacht, Alter. Das ich hab's erwartet. Brian sagt, Leute, Brian meint, dass wir uns verbünden können, weil die sind halt auch noch. Da kommen Leute, Herr Bergmann und Co. Mit Veni. Ah, okay. Oder ist es Veni? Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay, kommt alle her, oder? Hallo? Was wollt ihr? Ich bin halt fast tot, ne? Ja, Veni. Veni und Hugo. Wie sieht das jetzt aus? Ja, die wollen uns killen, die haben die meisten. Digga, die haben Bögen und alles. Die greifen uns an. Okay, Leute. Ja, was machen wir? Stegi ist tot, ich tu mir das Ding. Feuern wir zurück. Hat euch nicht die ausgeklärt. Wo seid ihr? Ich bin oben was? Alleine. Oben. Ganz oben. Ja, wow, ich auf kann Dach. Halt nichts machen, ich hab keinen Bogen oder sonst. Ich hab einen getroffen. Ja, ich geh mal das hier. Wer hat keinen Bogen? Ich? Ich nicht. Ich hab keinen Bogen. Achso, hier, bitte, nimm die Armbrust. Oh, danke schön. Wo seid ihr ganz oben? Ich glaub, auf dem Dach, schön. Nein, Nessie, was machst du? Oh nein, ich hab meinen Goldapfel gehabt, direkt Schaden. Mein Goldapfel ist weg. No. Aua! Oh, tat das weh. Oh, Bruder. Die machen richtig viel Schaden. Ja, die haben wahrscheinlich Power 4. Passt auf. Die könnten mir halt one-hit. Ja, die haben ich war one-hit. Oh, ich wurde getroffen. Ja, irgendjemand leuchtet. Oh, scheiße, ey. Wir können nicht gegen die fighten. Wir müssen wieder was machen weg. Wir? Ja, eben. Wisst ihr, unser Plan wieder war? Hier unten? Scheiße, ich hab keinen. Nee, aber lass es machen. Ich lauf dir einfach hinterher. Wir brauchen ein Boot. Lass runtergehen und den Plan machen. Lass hier rübergehen, über die Brücke, die Skybreaker gebaut hat. Ja, und dann? Ja, ins Wasser. Ja, da hinten stehen, glaube ich, noch ein paar Boote. Ich auch kein Boot. Ich hab ein Boot. Ihr wollt wirklich mit dem Boot flüchten? Ich fahr mit dir mit. Ey, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir können hier nicht bleiben. Wie wollt ihr flüchten? Mit dem Boot. Über den Weg von Skybreaker und dann mit dem Boot. Hier, Boote. Man mitfahren, ich kann ja, setz dich rein. Fabula, Zugi, Basti, GAG, Veni, Celtics, Phasen sind da vorne. Paul und Zugo. Ja, ich warte noch auf Early. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind ganz hinten. Ganz hinten. Ihr wollt wirklich mit dem Boot fahren? Ja, müssen wir. Wir haben noch Fluchttunnel. Ja, scheiß auf die Fluchttunnel. Welche Richtung? Das kennen die doch. Nach links. Ja, let's go. Wer fährt da links im Boot? Ja, wir sind nirgendwo sicher. Aber da ist Gold. Das ist es halt. Kurz sich geholt. Ja, mein Boot hat mich gerade Ja, ihr seid's. Ihr habt's mitbekommen. Ich bin gestorben.
Bin, boah, fuck, fuck, bin raus. Nein! Oh, fuck, ey. Ja, ich auch. Ah, wer hat mich denn gekillt? Ja, ja. Basti, wir müssen uns wiederfinden. Ja, komm zur alten Base. Kann ich gerade nicht. Ich bin oben in der Monsterfarm. Ja, verpiss dich. Geh unter die Erde und nutze Fluchthungel. Man schaden will man. Nein, da ist jemand! Ich bin tot. Safe? Ja, ich bin tot. Wer ist das? Friede! Nein, das war's. Ich wehre mich nicht mal. Nein. Ich wäre am liebsten da oben geblieben, Alter. Also, wenn ich sterben möchte, dann an Fall Damage. Wie? Nee, mir war ein scheiß Creeper. Ich töte mich. Das... Ey, lach mich doch nicht aus. Ich bin immerhin nicht in einem Fight gestorben. Uff. Rip. Ich bin jetzt in meinem Team. Es bringt mir, glaube ich, nichts großartig zu flüchten, weil ich nicht wegkommen werde. Ich würde mich halt sehr freuen, wenn die halt wenigstens, wenn ich im Chat was schreibe, darauf eingehen. Das ist halt so ein bisschen mein Wunsch, dass man hier nicht so in dem Sinne reinspitzt, dass man dem Roleplay auch eine Chance gibt. Ich würde mich halt in dem Sinne, so wenn die mich angreifen, wenn die mich irgendwie haben oder so, ich würde halt dann im Chat schreiben, dass ich mich halt von denen gefangen nehmen lasse und ich gerne mit denen diskutieren würde, behandeln würde über mein Leben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die dann darauf eingehen und nicht einfach alles, was ich schreibe, komplett ignorieren, mich einfach umklatschen. Weil das ist etwas, wo ich sagen muss, das freut mich wirklich sehr, dass wie Suro sich entwickelt hat.